Hallo? Hallo? Bin ich wieder da? Ich glaube, mein Internet war kurz weg. Seht ihr mich? Hört ihr mich? Irgendwie ist das heute nicht mein Tag. Vielleicht sollte ich zukünftig einfach wieder mehr schlafen. Okay. Dann, ja, tun wir mal so, als wäre nichts passiert, ja? Ich habe den Eindruck, dass ihr gar keine Ahnung habt, mit was für Leuten ihr zusammenarbeitet. Zerlon und seine Handlanger gehen über Leichen, um zu bekommen, was sie wollen. Allerdings. Habe ich es mir doch gedacht. Du bist Jordains Tochter, oder? Diesen zornigen Blick hast du definitiv von ihm. Du kennst ihn? Das ist ja furchtbar mit anzusehen. Setzt euch gefälligst hin. Ich bin gleich soweit. Wir mussten leider sehr spontan aufbrechen, von daher haben wir nicht viel. Aber sobald wir Nadia erreichen, können wir aufstocken. Ma, du sollst ihnen doch nicht unser Ziel verraten. Was weißt du über Jordain? Das ist alles so lange her. Aber unser Schiff hatten wir da schon. In der Zeit hatte die Ekklesia ihre Augen noch nicht so sehr auf uns. Wir konnten als Handelsschiff einfach so nach Kor reisen. Deine Eltern waren mit an Bord, Cassandra. Es war ihre letzte Mission. Sie sollten das Holzkästchen aus den Archiven der Ekklesia stehlen. So genau weiß ich das nicht. Aber es muss wohl einiges schiefgegangen sein, weil sie danach untergetaucht sind. Das passte zu deinem Vater. Hat immer das große Ganze gesehen. Sachen hinterfragt. Mir wäre ein solches Leben viel zu anstrengend. Du hantierst ja auch nicht mit hochsensiblen Informationen wie die Leute, die solche Aufträge für Cialon erledigen müssen. Zum Glück. Ja, aber Aiden zum Beispiel hätte nicht mit der Wimper gezuckt. Stimmt das, was ich gehört habe? Dass er tot ist? Regulus, was sind das denn für Gesprächsthemen? Wenn du mich fragst, war es nur eine Frage der Zeit. Er war schon immer etwas zügellos. Regulus, er war einer von uns. Wie auch seine Schwester. Cialon hat nichts dazu gesagt, aber ich vermute, sie hat die Mission in Falada auch nicht überlebt. Aber trotzdem scheint ihr alle ja Cialon zu vertrauen, oder? Ansonsten wären wir nicht hier. Aber warum folgt ihr ihm, wenn ihr gar nicht immer so genau wisst, was er oder sein engerer Kreis tun? Ja, der durchlöchert mich ja geradezu mit schwierigen Fragen. Ich sagte doch schon, dass ich mir nicht so gerne einen großen Kopf mache. Viele von uns haben ihre eigene Leidensgeschichte mit der allgegenwärtigen Präsenz der Ekklesia. Die Macht der Ekklesia stützt sich auf eine fortgeschrittene Stadtnation, die den Rest der Welt versklavt hat, um selber zu existieren. Nur weil sie die Macht haben, jeden mit ihrer Zauberei zu töten, der sich ihnen in den Weg stellt. Genau. Glaubt ihr, Normalsterbliche wie wir dürften in Kor eine feine Residenz beziehen? Nee. Wir sind nur dafür da, Steuern abzugeben, unsere Kinder indoktrinieren zu lassen und Andersdenkende auszugrenzen. Manche von uns haben verschleppte Familienmitglieder, die von heute auf morgen wie vom Erdboden verschluckt waren. Im festen Glauben, dass die Ekklesia etwas damit zu tun hat. Die Guffe. Ich muss gestehen, dass mir nie so bewusst war, wie schlecht es manchen Leuten geht. Das ist, weil du und Sean von PKRW sind. Obwohl es auch nicht die reichste Nation ist, geht es den meisten Leuten ganz gut. Was ist eigentlich mit eurem Begleiter unten? Er war ein guter Freund von euch, nicht wahr? Ja. Wir sollten uns noch von ihm verabschieden. Oh, ist die Chat. Oh, Entschuldigung, 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 das habe ich jetzt erst gelesen. Moment, Moment, ich muss gerade gucken. Das ist hier Eigenschaften. Cache der aktuellen Seite aktualisieren.
Okay, jetzt hat er es letztendlich einfach geklärt. Ich glaube, wenn ihr jetzt was schreibt, sollte es erscheinen. Neu, frisch. Oder? Oder sie ist einfach ganz gestorben. Ach Leute, was ist denn heute los? Was soll das denn? Das nervt mich. Das nervt mich gerade extrem. Ich bin heute nur von technischen Problemen geplagt. So, kann ich das jetzt noch irgendwie beheben? Ohne Momento. Nee, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich den. Ja. Ich glaube, da kann ich erstmal nichts machen. Sorry. Jetzt hat es den Chat irgendwie gekillt. Das Einzige, was ich kurz probieren kann. Einen Moment. Wir machen den Studio-Modus. Und dann machen wir einmal kurz. So, Übergang. Und so, Übergang. Studio-Modus aus. Weil normalerweise resettet er die Links, wenn man Szenenwechsel macht. Ha, da sollte ich aber vielleicht auch das dementsprechende Häkchen setzen, ich Idiot. Probieren wir das nochmal. Zack. Übergang. Zack. Übergang. Studio-Modus aus. Ne, sorry. Anscheinend ist der Chat tot. Was ist los? Doch, doch. Es geht. Es geht. Also, Abso muss mich nur anschreien, dann geht's. Okay. Ich würde mal sagen, back to business. Ma, du hast nicht zufällig ein paar Blütenblätter hier? Oh, ja, habe ich. Ich habe schon davon gehört, dass man in Pirkei Awo enge Vertraute verabschiedet, indem man eine Handvoll Blüten in den Wind wirft. Wie damals bei Aura. Und der Körper? Wir könnten ihn bei See bestatten. Sprecht jetzt erstmal mit Cealon und überlegt euch was. Ich werde dann alles vorbereiten. Das ist sehr lieb von dir, Ma. Dann zurück zu Cealon. Also los. Aber. Also A. Speichern. Und B. Da ist Käse. Den brauchen wir. So, jetzt muss ich nur noch mal kurz gucken, welcher Raum war denn das? Das war hier unten links, oder? Ja. Käse. Da ist sie ja. Mäuschen Millie. Millie. Dankeschön. Das ist für dich. Konzentrationstrunk. Dann
Dankeschön. Da unten. Erhöht einmalig die Erfahrung, die man in einem Kampf sammelt. Okay, heißt, muss ich in einem Fight verwenden und dann kriege ich aus dem Fight mehr EP. Ich würde mal sagen, das muss man uns für einen Bosskampf aufheben. Oh, plus 5 Verteidigung. Wer will, wer will, wer will, wer will, wer will, wer will. Zack. Gut. Kein Durchgang. Aber ich dachte, Zealon will mit uns sprechen. Oh, warte, er ist gar nicht hier. Er ist verschwunden. Ist er in meinem Zimmer? Nee. Ist er bei Raphael? Auch nicht. Oder er ist in seinem Zimmer. Wo auch immer das ist. Aber da geht's ja nur an Deck. Also da kann er nicht sein. Da ist kein Durchgang. Zealon, wo bist denn du? Ach, guck mal, bei den Gefangenen. Stimmt, da ist die Wache verschwunden, gar nicht gemerkt. Schon. Die Rebellen haben die Direktorin gefangen genommen, als wir geflohen sind. Ihr seid wirklich Rebellen. Ich wollte glauben, dass ihr einfach nicht wusstet, in was ihr euch da einmischt. Was für einen Unterschied macht es? Leonard, du auch. All die Leute, die wir im Institut behandeln konnten. Wie kannst du das alles aufs Spiel setzen? Das ist alles ein nicht enden wollender Albtraum. Ach! Der kleine Assistent von ihr, der gehört auch dazu. Ich bin nicht gut darin, sowas auszudrücken, aber es tut mir aufrichtig leid, Direktorin. Sie sind eine Idealistin. Sie denken wirklich, dass sie den Menschen helfen. Aber das tun wir doch, verdammt. Nein, das glaube ich nicht. Haley, du hast es zugelassen, dass Kyade Raphael gegen uns ausspielt. Es sollte euch doch nur aufhalten. Sie wollte doch nicht, dass ihr euch gegenseitig tötet. Leonard hat recht, aber sowas von. Ich weiß nicht, Radarok. Für mich wirkt es fast so, als würde mehr dahinter stecken, als sie uns sagen. Oh, ich vergesse manchmal, dass ich für euch nur Selbstgespräche führe. Laut. Und das in bester Gesellschaft. Jetzt, wo wir das Geheimnis der Ekklesia gelüftet haben, hat sich verdeutlicht, dass wir alle ein Ziel verfolgen. Das Ende der Unterdrückung. Die Zerstörung der Ekklesia. Du bist wahnsinnig. Und das von der Person, die ihre angeblichen Kindheitsfreunde verrät. Die Rebellen haben auch zahlreiche Leben auf dem Gewissen. Wir töten nur, wenn es keinen anderen Weg gibt. So naiv bist du nicht, Leonard. Naiv? Wir wollen verhindern, dass Menschenleben geopfert werden, sodass eine Handvoll Privilegierter in ihren Kristallpalästen in Chor sitzen können. Aber wie? Was habt ihr über die Guffe herausgefunden? Was ist in dem Kästchen? Von mir werdet ihr gar nichts kriegen. Ich habe das Kästchen zerstört. Was? Sie lacht. Liegt euer großer Plan gerade in Scherben? Leonard, sorgt dafür, dass Lane sich mit unserem Gast hier unterhält. Ich werde euch dreckigen Rebellen gar nichts sagen. Haley, nur noch eines. Stimmt es, was Kyade gesagt hat, dass ich schuld an Raphaels? Du bist schuld an unser aller Tod, du Idiot. Und du wirst noch viele weitere Menschen töten, wenn du dich ihnen anschließt. Folgt mir. Suchen wir uns einen ruhigeren Ort.
Warum habt ihr das Kästchen zerstört? Weil schon genug Menschen dafür gestorben sind. Nun, das ist bedauerlich. Womöglich hätten uns die Inhalte wertvolle Hinweise zu möglichen Schwachstellen der Ecclesia gegeben. Schwachstellen wie der ehemalige Stützpunkt der Ecclesia auf Altopa? Ein Angriff, der zahlreichen Unschuldigen das Leben gekostet hat. Wer weiß, vielleicht sind allein dort schon mehr Menschen gestorben als durch die Guffe. Der Stützpunkt in Altopa war strategisch sehr wichtig für die Ecclesia. Seine Neutralisierung war essentiell, um ihren Einfluss in Arika zu schwächen. Neutralisierung? Dass Menschen dafür sterben mussten, ist bedauerlich. Und das meine ich ernst. Aber wir haben keine andere Wahl. Ich möchte offen mit euch sein. Zahlenmäßig sind wir der Ecclesia bei weitem unterlegen. Daher brauchen wir jeden Vorteil, den wir nutzen können. Wenn ihr also irgendwelche Informationen habt, die uns helfen, unser gemeinsames Ziel zu erreichen, bitte ich euch, sie uns anzuvertrauen. Und wenn wir damit nicht einverstanden sind, was dann? Schwierig. Trauen? Nicht trauen? Ich meine, ich liebe es, wenn wir die Möglichkeit haben, solche Hierarchien zu zerschlagen. Aber... Ach komm, die soll sich erstmal zurückhalten. Ei, eieieiei, autsch. Cassandra, nicht jetzt. Auf wessen Seite stehst du eigentlich schon? Nein. Wir mussten sehr schnell aufbrechen, weswegen wir nicht genügend Vorräte haben und in Nadia einen Zwischenstopp einlegen werden. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Schiff dort verlassen. Nadia? Einer der von der Ecclesia vergessenen Orte, wenn man so will. Wir sprechen später. Er verheimlicht uns etwas. Meinst du? Er ist schwierig zu lesen. Liegt daran, dass er immer denselben dummen, toten Gesichtsausdruck hat. Aber Cassandra, bist du sicher, dass es die richtige Strategie ist, zu lügen? Vielleicht könnten sie uns mit der Deutung der Pläne helfen. Auf keinen Fall. Wer weiß, was die Rebellen wirklich damit vorhaben. Sehe ich auch so. Sie sind rücksichtslose Verbrecher. Altopa. Es ging also eben um deinen Freund, der bei einem Rebellenangriff gestorben ist, oder? Ja, ich... Ach, ich dachte einfach, es würde etwas ändern. Deswegen war ich auf der Suche nach den Rebellen. Nach Antworten. Aber was könnte Cealon mir schon sagen, was es besser machen würde? Aber zurück zur Gegenwart. Er muss noch einen anderen Plan haben. Das Kästchen konnte nicht seine einzige Hoffnung gewesen sein, ansonsten wäre er nicht so gelassen. Nadia ist auf einer kleinen Inselgruppe. Ich weiß nicht, wie schwierig es wird, ohne die Rebellen weiterzureisen. Die Frage ist auch, wohin? Lass uns erstmal Raphael verabschieden. Danach können wir immer noch entscheiden, was wir als nächstes tun. Gut. Ja, es ist eine sehr verzwickte Sache. Sehr verzwickt. Entschuldigt die Störung, meine Lieben. Ich habe die Blumen vorbereitet. Wollen wir an Deck? Ja.
Ich wollte gerade fragen, wo bleibt denn das Feuer? Johnny, lass den Kopf nicht hängen. Du musst das nicht alleine durchstehen. Danke, Cassandra. Ralph hätte nicht gewollt, dass du dir Sorgen um ihn machst. Du hast wahrscheinlich recht. Wollen wir die Blüten werfen? Ich möchte nichts falsch machen. Werfen wir alle zusammen oder jeder einzeln? Du zuerst. Einfach mit deiner linken Hand rückwärts über die Schulter. Nein, es spielt keine Rolle. Raphael. Ich fühle mich so furchtbar, als hätte ich dich im Stich gelassen. Aber ich weiß, dass das nicht du warst. Dass du gezwungen wurdest, dich uns in den Weg zu stellen. Und für dich werden wir der Ecclesia ein Ende bereiten. Leb wohl, Raphael. Ja, jetzt bin ich's wieder, ne? Lass uns zurück in das Zimmer gehen, in dem wir aufgewacht sind, Radarok. Aber was mit Ceylon? Du und deine Freunde mögen nicht mit unserem Vorgehen einverstanden sein. Aber ich glaube immer noch, dass unsere Ziele dieselben sind. Oh, das würde mich schon sehr interessieren. Was ist seine Geschichte? Wie bist du eigentlich zum Oberhaupt der Rebellen geworden? Die Rebellion gab es schon lange, bevor ich geboren wurde. Lange bevor ich zusammen mit den ersten Mitgliedern in die Tempel der Ecclesia eingedrungen bin, um ihre Geheimnisse zu erfahren. Meine Heimat wich einem Tempel der Ecclesia. Viele verloren ihr Hab und Gut. Die Ecclesia hatte andere Prioritäten, als sich um ein kleines Fischerdorf zu kümmern. Ihr wurdet vertrieben? Die Straßen Timuras wurden meine neue Heimat. Dort wurde ich auch bei den Rebellen aufgenommen. Wie könnt ihr mit dem Wissen leben, dass die Ecclesia das Korps prosperiert, in dem alle anderen Nationen unterdrückt werden? Was macht ein Kind, was im Korps geboren wird, besser als eines auf den Straßen Timuras? Also ich glaube ihm ja schon. Die Sache ist, ich denk mir halt, also ich glaube ihm zu 100%, dass sein Ziel einfach nur ist, da eine gewisse Gerechtigkeit reinzubringen. Ich weiß halt nur nicht, wie extrem ist er. Also, wir wissen, dass er über Leichen geht, aber über wie viele Leichen würde er noch gehen? Und ob das dann irgendwann noch im Verhältnis steht? That's the point. Wir wissen, dass wir auf dem Weg nach Nadia sind, aber nicht wirklich, wohin Ceylon danach will oder was sein eigentlicher Plan ist. Alter, den Spruch habe ich ja noch nie gehört. Er sippelt kein Honig, er kaut Bienen. Das ist ja mega. Den muss ich mir aufschreiben, der ist super. Heißt im Grunde, dass wir richtig aufgeschmissen sind. Ceylon erwähnt immer die Unterdrückung durch die Ecclesia. Meint er damit den Lebenshauch? Die Macht, die Kontrolle darüber gibt? Will er dann vielleicht auch die Guffe zerstören? Ich glaube nicht, dass die Rebellen einen so frontalen Angriffsplan verfolgen. Ich vermute, du spielst eine Schlüsselrolle in ihrem Plan, Sean. Ansonsten hätten sie sich nicht die Mühe gemacht, uns mitzunehmen. Sie werden dich als ihre Waffe ausnutzen, auch wenn sie sich jetzt noch freundlich geben. Sean, es tut mir leid. Was meinst du? Wir alle. Im Prinzip haben wir von dir verlangt, dich aufzuopfern. Wir haben diesen Plan verfolgt, obwohl wir nicht davon ausgehen konnten, dass du jemals aus dem Guff zurückkehrst. Das stimmt wohl. Ich habe nie...
Bin ich wirklich davon ausgegangen, dass ich mich opfern würde? Ich dachte wahrscheinlich, dass mir mit Radarok nichts passieren würde. Und gleichzeitig habe ich nicht wirklich eine andere Option gesehen. Oder mich irgendwie verpflichtet gefühlt. Gerade weil ich Radarok habe. Aber was tun wir jetzt? Wir hauen ab, das sollten wir tun. Wenn nicht jetzt, dann spätestens in Nadia. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das mit Raphael. Ich weiß nicht, ob ich noch kann. Sarah. Trösten. Sarah, schon gut. Ich weiß auch nicht, wie ich mit dem umgehen soll, was passiert ist. Tut mir leid, ich bin etwas neben mir. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Wirklich nicht. Sarah, als Kyado uns offenbart hat, was die Guffe wirklich sind, es wirkte so, als hättest du schon etwas gewusst. Ich will dich nicht in Frage stellen, wie damals, als du auf eigene Faust losgezogen bist. Naja, vielleicht ein bisschen. Es hat etwas damit zu tun, was Shael dir erzählt hat, oder? Ich glaube, Shael hat mich... Ich weiß nicht, ob ich... Tut mir leid. Können wir vielleicht später darüber sprechen? Das ist gerade alles etwas viel. Solange du nicht wieder auf eigene Faust losbrichst. Kapiert? Zusammen finden wir einen Weg. Genau, Radarok. Zusammen finden wir einen Weg aus diesem Chaos. Wenn wir etwas rumschnüffeln könnten, wir vielleicht mehr über Cealons Plan herausfinden. Aber wir müssen aufpassen, wenn sie Verdacht schöpfen. Stimmt, es gibt ohnehin noch etwas, was ich von Cealon wissen möchte. Oh je. Was machen wir jetzt? Wo fangen wir an, hä? Oh, guck mal. Hey, ihr dürft nicht in den Bereich hier unten. Ma hat Essen zubereitet? Ma hat gekocht. Es gibt Essen. Was? Perfekt, mein Magen schnurrt schon den ganzen Morgen. Cool. Sehr gut. Hier finden wir bestimmt etwas, was uns Aufschlüsse über Cealons Plan bringt. Aber alles klar, dass er für Essen einfach mal seinen Platz aufgibt? Ich meine, ne? Eine Karte von ganz Alterna? Da sind mehrere Linien eingezeichnet. Meereswege. Nach Kor. Sie planen doch nicht etwa Kor anzugreifen. Was haben Sie vor? Lasst uns weitersuchen. Vielleicht gibt es noch mehr Hinweise. Die Frage ist, sind die Hinweise hier unten oder... Also, dass er auf kurz oder lang irgendwann halt einfach in Kor einmarschieren will, ist, glaube ich, nicht so abwegig. Was? Eine unbeabsichtigte Aktivierung wäre also äußerst fatal, wie du dir vorstellen kannst. Aber woher sollen wir wirklich wissen, wie stark die Waffe sein wird, wenn wir sie nicht testen können? Wir warten, bis wir angekommen sind, damit wir Messungen durchführen können. Anhand der Lebenshauchkonzentration dürften wir zumindest in der Lage sein, einige Hochrechnungen anzustellen. Ich bin gespannt. Immerhin hat die Ecclesia das mit einigem Aufwand im Garten versteckt. Ich erwarte einen mächtigen Rums. Lass die albernen Scherze. Gehen wir schon, bevor wir entdeckt werden. Hey, ihr dürft da nicht runter. Entschuldigung, wir haben uns verlaufen. Was war das denn? Nichts Gutes. Habt ihr auch diese merkwürdigen Kribbeln auf der Haut gespürt? Ja, aber besprechen wir das später. Ich denke, wir haben jetzt einiges beisammen. Besprechen wir uns in Ruhe im Zimmer.
Sehr gerne. Ich glaube, die wollen Kor nicht einfach nur angreifen. Weil ich schätze mal, Cealon ist jemand, der dann gerade sowas wie Kor als ein Symbol der Unterdrückung sehen wird und dieses Symbol dann einfach nur ausradieren will. Mit allem, was dazugehört. Also, wir haben eine Karte Alternas mit Schiffsrouten nach Kor. Und eine Waffe aus dem Garten der Illusion. Und einen Zwischenstopp in Nadia, wo sie wahrscheinlich Verbündete haben. Die Aussicht, dass die Rebellen möglicherweise eine mächtige Waffe besetzen. Bestimmt waren sie deswegen im Garten der Illusion. Würde erklären, warum Cealon so entspannt war, als du ihm gesagt hast, dass das Kästchen nicht mehr existiert. Wenn sie eine Waffe haben und Navigationskarten nach Kor, wollen sie die Stadt angreifen? Ich will es mir gar nicht ausmalen. Ob die Guff-Pläne aus dem Kästchen ihnen überhaupt was gebracht hätten? Meintest du nicht, dass es effektive Zugänge für alle Guffe enthält? Ja, durch Zerstören der Guffe könnte man die Lebenshauchversorgung abschneiden. Also, folgen wir den Rebellen oder versuchen wir es auf eigene Faust? Die Chance besteht, dass sie uns, oder vor allem dich, zu etwas zwingen werden, was du nicht möchtest. Wir lassen es nach Nadia bringen und von da schlagen wir uns auf eigene Faust weiter durch. Wir wissen nicht wirklich, was uns in Nadia erwartet. Ihr dürft entscheiden! Ich chill jetzt hier. Oh, Childi sagt Rebellen. Damit stehen wir gerade 1-1. Habt ihr? 2. Damit steht es jetzt gerade. Ach, hast dich vertippt? Okay. Tja, Atarot. Gut. Ah, ich weiß ganz genau, ich werde jetzt bei Cassandra so unten durch sein, ne? Zack! Auch wenn sie andere Absichten haben mögen, wir sind besser dran, mit der Hilfe der Rebellen als auf uns alleine gestellt zu sein. Bist du verrückt? Wenn ich so darüber nachdenke, eigentlich verstehen wir die Verbindung von Shaun und Radarok nicht wirklich. Shaun, als du in dem Guff warst, an diesem anderen Ort. Wir sind am Zielort. Cealon ist bereits mit einem Boot zur Küste aufgebrochen. Ich soll euch fragen, ob ihr auch an Land wollt. Wir gehen. Gut, dann folgt mir. Shaun. Du und Raphael wart doch auch mit Haley befreundet. Warum? Das Verhör in der Zelle vorhin. Das war sehr unangenehm für mich. Glaubst du, sie wird uns verzeihen? Woher sollst du das wissen? Gute Frage, Radarok. Ich weiß es nicht. Folgen wir ihm. Finden wir heraus, was auf Nadia ist.
Ist das Nadir? Sieht mehr nach einer Ruine aus. Nehmt ihn fest. Moment. Mich? Was soll das? Als hochrangiges Mitglied der Ecclesia stellt er ein Sicherheitsrisiko dar. Solange ihr hier seid, darf er sich nicht frei bewegen. Nö, nö, nö. Verdammt! Ist es wegen meinem Status als Heiler? In der Tat. Tut mir leid. Los jetzt. Es entschuldigt die Umstände. Cassandra, bitte. Aber arg. Ihm wird nichts passieren. Wir bringen ihn ins Wachzelt zur Untersuchung und dann darf er dort bleiben, bis ihr weiterzieht. Gut. Arg. Es ist alles in Ordnung. Bitte, Leute. Macht euch keinen Kopf wegen mir. Ihr seid ja nur Gäste, selbst wenn ihr auf Cialons Wunsch hier seid. Also haltet euch gefälligst zurück. Das war Rain. Entschuldigt, sie war schon immer etwas schroff. Aber ohne sie würde es Nadir wahrscheinlich nicht... Entschuldigt? Warum hast du uns nicht gesagt, dass Ark festgenommen werden würde? Weil wir dann nicht mitgekommen wären. Ich bin nicht gut mit sowas. Cialon hat mir gesagt, was ich sagen soll und... Was machen wir jetzt? Vielleicht sollten wir uns etwas umschauen. Oder was meinst du, Radarok? Gute Idee. Cialon ist weiter vorne in der Siedlung. Oh, und Sean, wenn du vielleicht für mich auch mal Zeit hättest, ich warte in der Siedlung. Ich werde nach Ark sehen. Okay. Das war jetzt doch etwas überraschend, muss ich sagen. Aber... Naja. Letztendlich gehen sie auch nur sicher, dass wir nicht abhauen, würde ich mal sagen. Eventuell. Bin mir nicht sicher. Oh, ich habe euch gar nicht kommen sehen. Beim Flicken der Löcher in den Netzen schalte ich immer ab. Ha, mein Vater hat immer gesagt, dass ich ein Wolkenkopf bin. Hat mir die Kniffe gezeigt, müsst ihr wissen. Aber macht euch nichts vor. Die meisten hier sind nicht freiwillig hier. Ja, das denke ich mir, wenn man nicht mal ein anständiges Dach über dem Kopf hat. Der will gar nicht mit mir reden. Der kann mich nicht leiden. Ihr seid neu hier, oder? Willkommen. Wo immer ihr auch herkommt, hier findet ihr ein neues Zuhause. Versprochen. Und soweit habe ich gespielt, bis ich gemerkt habe, dass ich vergessen habe, eine Sidequest abzugeben. Also leider alles nochmal machen. Aber nicht, dass ich dich jetzt hier spoiler, ne? Wenn ihr, also wenn du sagst, du würdest jetzt den Stream abschalten, weil du nicht gespoilert werden willst, ist das vollkommen in Ordnung. Oh nein. Ist was passiert? Tagox, er ist wieder ausgebüxt. Sag mal, warum rennen den Kleinen hier eigentlich immer die Tiere weg? Wer ist Tagox? Meine Purpurkrabbe, du Doofi. Wie hast du mich genannt? Er muss irgendwo entlang der Küste sein. Wahrscheinlich ist er wieder aus dem Lager abgehauen. Ich glaube, er mag die Doofis mit den Kapuzen nicht. Kennst du ihre Namen nicht? Ich darf den Namen von den Doofis nicht sagen, weil es hier draußen gefährlich ist. Aber außerhalb vom Lager ist es noch gefährlicher. Deswegen gehe ich auch nicht hin. Aber, Tagox. Ich werde nach ihm Ausschau halten. Eine Purpurkrabbe, ja? Ja, aber pass auf. Wenn du dich wie ein Doofi verhältst, piekst er dich. Ich bereue das jetzt schon. Doofi nennt die mich. Nein, Kyoda, ich schalte doch einfach ab. Ist doch vollkommen okay. Das stört mich ja jetzt nicht. Ich will dich doch nicht spoilern.
Ich bin ja dafür zuständig, die Nahrungslieferungen zu inventarisieren. Jeder hier hat eine Aufgabe und es ist wichtig, dass wir Bescheid wissen, wie viel wir haben. So gesehen habe ich eine der wichtigsten Funktionen auf der Insel. Wirklich. Zudem kann ich euch auch Überschüsse verkaufen, wenn ihr möchtet. Was hast du denn? Ja, gut, nur den Standardkram. Oh, er weckt alle bewusstlosen Gruppenmitglieder. Sweet. Junge, was ich noch alles so im Inventar habe. Oh, hallo. Lionel, mein Name. Ich bin hier dafür zuständig, die Segler startbereit zu machen. Seid ihr neu hier? Das kann man so sagen, ja. Ihr habt nicht zufällig Zeit, mir bei einer Kleinigkeit zu helfen? Doch. Worum geht es denn? Mein Assistent Barrett. Er sollte etwas aus der Siedlung herbringen, aber ich glaube, er hat sich mal wieder im Felsenlabyrinth hier an der Küste verirrt. Die vielen Pfade außerhalb der Befestigung hier können ganz schön verwirrend sein, wenn man nicht dem gepflasterten Weg folgt. Wir sollen also Barrett finden? Ja, bitte. Ich hoffe, er steckt in keinen ernsten Schwierigkeiten. Der Doofi mit der Kapuze will nicht mit mir reden. Hallöchen, ein Elixier. Okay, hier könnte ich mich ausruhen. Trinkwasser ist hier echt ein Problem. Deswegen müssen wir gerade hier an der Küste sparsam damit umgehen. Ich hebe immer ein bisschen was für Sammy hier auf. Er ist genauso Teil der Wache wie wir. Auch wenn er die Hälfte davon immer auf den Boden schlabbert. Auf den Boden schlabbert? Tut mir leid, ich habe eure Unterhaltung mit Duane gehört. Sie mag sehr schroff erscheinen, aber ihr liegt die Sicherheit der Siedlung sehr am Herzen. Deswegen genießt sie auch Cealons vollstes Vertrauen. Der Grund, auf dem ihr steht, war schon seit jeher ein Ort der Rebellion. Die Ruinen hier waren einst die Gemäuer einer einflussreichen freien Handelsstadt, die sich offen der Ekklesia widersetzt hat. Ihr seht, was davon übrig geblieben ist. Alles klar. Sie lassen uns nicht zu arg ins Zelt. Wir wollen ins Zelt. Wir wollen nach unserem Freund sehen. Müsst ihr mein Leben so schwer machen? Ich habe strikte Anweisungen. Ich gehe hier nicht weg, bis wir nach dem Rechten gesehen haben. Na gut. Eine Person und macht keinen Unfug. Sieh du nach ihm schauen. Yay! Alles in Ordnung, Ark? Anscheinend nicht. John! Tröste ihn. Ark, was ist los? Es ist nichts. Danach sieht es aber nicht aus. Ja. Bitte macht dir meinetwegen keine Umstände, John. Es macht alles nur noch schlimmer. Wovon redest du? Ich mache mir doch keine Umstände. Ich fühle mich so nutzlos. Warst du im ersten Teil auch? Zumindest kampftechnisch? Ich bin mit euch gekommen, um Antworten von den Rebellen zu bekommen. Aber was hat es für einen Unterschied gemacht? Lukas ist trotzdem tot. Und Raphael konnte ich auch nicht helfen. Und jetzt mache ich euch wieder nur Probleme wegen meinem Status als Heiler in der Ekklesia. Das ist doch nicht seine Schuld. Dafür kannst du doch nichts. Vielleicht nicht direkt, ja, aber... Mein halbes Leben lang haben alle ihre Hoffnungen und Erwartungen in mich gesetzt. Manchmal kam ich mir wie ein Heiliger vor. Es war so albern. Dich als Heiliger kann ich mir wirklich schwer vorstellen. Danke, dass du vorbeigekommen bist, Sean. Und entschuldige meine Stimmung, ich... Mach dir keinen Kopf. Leichter gesagt als getan. Oh, das war doch schön, das hat sich doch gelohnt. Jetzt kannst du doch mit uns kommen. Alles in Ordnung, mein Ark? Ich denke schon. Dann lass uns mal in die Siedlung gehen und nach Cassandra sehen. Ja, sobald ich hier fertig mit Erkunden bin. Hallo. Kann man hier looten?
Rauben? Brandschatzen? Oh, wer bist du denn? Hier gibt es nichts zu sehen. Verzieh dich. Okay. Hab dich auch gern. Keiner will mit mir reden. Alle hassen mich. Nur weil ich den Kopf nicht zerstören konnte. Okay, dann speichern wir mal und ziehen mal los. Ich komme mit. Oi! Monster! Angriff! Mein guter alter Schleichangriff! Jawoll! Das war mit dir mehr TP, Kampfgeist. Mach mal den guten alten Schwerthieb. Stimmt, die anderen Outfits noch. Danke für die Erinnerung. Brustlanze. Nice. Und nochmal. Da gibt es gleich den Schleichangriff. Oder Springquell. Schön. Okay. Ausrüstung. Hoppala. Ballkleid. Jawohl. Ich nehme erstmal Cassandra mit, falls sie Lust hat. Cialon ist zu der Siedlung südlich von hier gegangen. Ist Ark in Ordnung? Den Umständen entsprechend. Er kommt klar, denke ich. Also sollen wir zur Siedlung und uns ein Bild machen? Auskundschaften wir die Lage. Stimmt, gehen wir. Sehr schön. Und jetzt noch hier an der Seite vorbeischauen. Hallöchen! Bam! Naja. Gebt's mir richtig. Und nochmal. Und Schleichergriff. Den Schleichangriff kann keiner so gut wie ich. So, ich bezweifle, dass ihre Brandpfeile und so weiter bei denen helfen. Oder viel Schaden machen. Ich werde es sehen. Ja. Ciao. Level up. Wie stehe ich jetzt bei Cassandra aktuell eigentlich? Ja, okay. Scheint ja noch okay zu sein. Ah, Hilfe! Was zur Hölle? Okay. Oh, hey. Und zack. Oi, macht man chilling hier. Inventar, großer Tank. Angriff. Magma Regen. Na, guck mal, für den Kill ist sogar gereicht. Ah, nein! Verkackt!
Frostschwert. Großer Tank. Scheinbar endlose, gähnende Schwärze blickt dir aus dem Brunnenschacht entgegen. Rufen! Was? Ist das normal in deiner Welt, Radarok? Hallo? Ah, nicht schon wieder. Hier, nimm und dann lass mich endlich in Frieden. Ich kann deine nervige Stimme nicht mehr hören. Okay. Panzer des Brunnenlungerers. What? Ich meine, danke, aber what? Aber ist auch nicht so Bombe. Kann den noch jemand anders tragen? Wahrscheinlich nicht, hä? Doch, guck mal. Ja, passt. Aber verstanden habe ich es nicht. Achso, helft mir doch jemand, Hilfe! Ich würde ja, aber warum überhaupt? Ah, das ist der Weg, okay. Ah, stimmt, gut, danke für die Erinnerung schon wieder. Stimmt. Sie hat Hasenohren. Nee, sie hat kein Kampfoutfit bisher. Bisher. Ob das Leonels Assistent war? Wo ist er nur? Vielleicht sollten wir die Strände der nördlichen Küste entlang absuchen. An sich gerne, aber hier geht's wohl nicht weiter. Ups. Ein Rubinstab. Aber Stab ist ja für Ark. Ah, hier ist aber auch niemand. Komme ich da irgendwie auch drauf? Wahrscheinlich nicht. Weil es hier noch irgendwie so nach rechts zur Seite geht. Nee, dann scheine ich hier wohl erstmal nicht weiterzukommen. Zumindest wüsste ich jetzt keinen anderen Weg, der uns hier noch irgendwie helfen könnte. Hier ist Schluss. Hier ist nichts mehr. Da ist Schluss. Aus die Maus. Du kannst im Vorposten auch nach rechts. Echt? Hab das übersehen. Ich meine, es ist nichts Neues, dass ich was übersehe, aber... Ah ja, Tatsache. Hey, da ist die Pupokrappe. Das muss Takox sein. Greif ihn, geh in die Hocke. Er ist entkommen. Ach, scheiße. Einmal Map wechseln. Gucken, ob er wieder auftaucht. Nee, jetzt mag er mich nicht mehr. Oh, aber da muss ich ja irgendwie auch noch hinkommen. Ein Grab. Was für ein Desaster. Ich habe alle Flugsteine verloren. Bist du denn in Ordnung? Wenn Leonel mich gleich nicht zu Kleinholz verarbeitet, ja. Die Flugsteine werden dringend benötigt. Flugsteine? Was genau sind Flugsteine? Die Komponente, die Wolkensegler antreibt. Einfach gesagt, ein speziell mit Noetik manipulierter Festkörper, der gesteuert werden kann. Natürlich nur, solange der Lebenshauch in der Umgebung dicht genug ist. Was hier am Rande der Aufsicht der Ekklesia gar nicht immer gegeben ist. Und jetzt... angelst du? Ich hoffe, dass sich die Flugsteine wieder deaktiviert haben und jetzt einfach im Wasser treiben. Irgendwas muss ich ja tun, aber ich bin nicht gut im Angeln. Helfen! Sobald etwas anbeißt.
Hey! Es fehlen noch zwei. Ja, klar, mache ich beide. Und der letzte. Du hast es wirklich geschafft. Hier, als Dankeschön. Herzensbrecher? Ich muss schnell zurück zu Lionel. Man sieht sich. Was ist denn der Herzensbrecher? Upsi! Ich habe hier Dinge aktiviert, die ich nicht aktivieren wollte. Hier, linke. Sind Pfeile. Geringe Chance, beim Bogenschuss Gegner zu bezirzen. Cool. Nehme ich, mag ich, gefällt mir. So, jetzt muss ich ja noch irgendwie da hochkommen und mir den Gegenstand einverleiben können. Feuerroter Schutztrank. So. Nachdenken. Ach ja. Kannst du mir noch mal was zu deiner Krabbe sagen? Oh nein. Ist was passiert? Ach, muss ich dann von vorne anfangen? Okay, also hinknien, wissen wir, hat nicht funktioniert. Was mache ich jetzt mit dir? Greif ihn, ruf nach ihm. Tagox! Ah, schnell zurück zu dem Mädchen, bevor er mich piekst. Tagox, da bist du ja. Das sieht nicht sicher aus. Danke, dass du Tagox zurückgebracht hast. Gerne. Ja, das habe ich vor ein paar Tagen am Strand gefunden. Großes Elixier, das nehme ich doch sehr gerne. Und jetzt ist sie wieder am Strand, um ihn wieder zu verlieren. Ist das nicht schön? So. Wir speichern. Und ich würde jetzt sagen, es war jetzt ganz angenehm. Es waren jetzt, ja, 2 Stunden haben wir jetzt gespielt mit einer kleinen Unterbrechung. Wenn es für euch passt, für mich wird es heute reichen. Hat soweit auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin sehr begeistert. Also, es hat spannend aufgehört und geht genauso spannend weiter. Was mich sehr, sehr, sehr freut. Und ich bin sehr gespannt, wie es mit den Rebellen weitergeht. Jetzt, wo ich mich entschieden habe, quasi mit denen gemeinsame Sache zu machen. Feierabend am Strand, passt doch. Gell, finde ich auch. Ne, cool. Also, es hat ja dann doch besser funktioniert, als ich dachte, mit ein paar kleinen technischen Mängeln, aber... egal. Gut. Ich werde dann, ich werde dann im Discord irgendwann einen neuen Termin schreiben, wenn es dann weitergeht. Ich kann jetzt nicht strikt sagen, nächste Woche Freitag machen wir weiter. Das ist, zurzeit wieder etwas schwierig. Deswegen, ja, ich melde mich. Und wenn es passt, dann passt's. Ja, das dachte ich mir. Ich habe da auch mit einem kleinen Augenzwinkern an dich gedacht. Dann wirst du nicht gespoilert. Du kannst in Ruhe für dich weiterspielen und kannst dann bei mir weiter zuschauen.
Genau. Ne, auf jeden Fall, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Bin ich immer sehr glücklich drüber. Und ihr findet dann natürlich die Streamaufzeichnung wie immer auf YouTube. Und ich, werde mich dann mal verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Hab euch lieb. Ciao, ciao.